unzählige Straßentiere, Hundefänger und Tötungsstationen. In Rumänien ist der Tierschutzgedanke noch nicht weit vorangeschritten. Etliche Hunde und Katzen leben hilflos auf der Straße. Sie werden oft misshandelt, werden krank oder verhungern. Doch wir von Veto wissen auch, dass engagierte Menschen vor Ort tagtäglich alles geben, um gegen diese Ungerechtigkeiten, die den Tieren widerfahren, zu kämpfen und sich unermüdlich für ihren Schutz einzusetzen. Mit einigen von ihnen sind wir verabredet. Wir möchten uns selbst ein Bild von der Tierschutzsituation in Rumänien machen und die Menschen kennenlernen, die sich mit aller Kraft stark machen für die schutzlosen Vierbeiner. Wir von Veto machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Rumänien. Wir werden in Craiova landen, das ist im Westen des Landes. Und von dort aus fahren wir zu 5 Tierschutzorganisationen, um uns anzusehen, wie Tierschutz dort gelebt wird. Am frühen Nachmittag landen wir in Craiova. Wir, das sind Claudia Lemke, Anna Ibelshäuser und Madita Haustein vom Veto-Team. Mit unserer Kameraausrüstung und vielen Fragen im Gepäck fahren wir vom Flughafen in Richtung Norden. Unser Ziel ist Tagu-Jiu, wo wir mit der Leiterin des Open Shelters Happy Paws Home verabredet sind. Schon auf dem Weg zu unserem Treffen fallen sie uns auf. Straßenhunde an jeder Ecke. Allein oder in kleinen Rudeln durchstreifen sie die Umgebung, auf der ständigen Suche nach Nahrung. Das ist genau das Problem. Deswegen gibt es so viele Straßenhunde, weil die Tiere sich natürlich auf der Straße untereinander vermehren, unkontrolliert. Denn die sind alle nicht kastriert. Und so werden ständig neue Welpen geboren, die dann Hunger leiden, die krank werden. Straßenhunde scheinen für die Menschen hier ganz selbstverständlich zum Straßenbild dazuzugehören. Doch kümmert sich irgendjemand um die schutzlosen Vierbeiner? Als wir im Tierheim von Claudia Guerrera ankommen, wird uns rasch klar, das hier ist der einzige Ort, an dem die Tiere aus der Umgebung sicher und artgerecht leben können. Ein Open Shelter wie dieses ist eine besondere Art des Tierheims. Hier leben die Vierbeiner nicht in Zwingern, sondern in Rudeln auf einem großen, eingezäunten Grundstück. Claudia führt uns herum und wir sind erstaunt, dass sie fast jeden ihrer weit über 300 Schützlinge beim Namen kennt. Den ehemaligen Straßenhunden scheint es hier im Happy Paws Home prächtig zu gehen. Doch jeder einzelne Schützling hat eine meist leidvolle Geschichte hinter sich. Den kleinsten ihrer Hunde trägt Claudia sogar in einem Rucksack mit sich. And why are you carrying him in your bag? Because he is very small. Yeah, he is. And in my house I have more dogs, mm-hmm. and he is not compatible with no one. Ah, okay. And I should to bring him with me, mm-hmm. because he's like a baby. Oh. He cry after me. Oh. And, yeah. And I want to be sure he eats in time, yeah. and drink, and yeah, he is special boy. Unique hatte Glück. Er wurde gefunden und darf nun in Claudias Obhut leben und hoffentlich bald in ein neues Zuhause vermittelt werden. Ohne Claudias Hilfe würde der kleine Kerl wohl nicht mehr leben. In der Kitten- und Welpenetage werden die Allerkleinsten aufgepäppelt, bis sie kräftig genug sind, um in ein Rudel integriert zu werden. Weil ständig sehr junge Tiere auf den Straßen von Tagu-Jiu geboren werden, hat Claudia ein neues Projekt gestartet. Ein Welpenhaus und ein zusätzlicher Außenbereich sollen dafür sorgen, dass weitere Jungtiere in diesem Tierheim Zuflucht finden. Während unseres Besuchs werden Zaunelemente geliefert. Sofort packen alle mit an und helfen beim Abladen. Weitere Arbeiter sind damit zugange, das Welpenhaus fertigzustellen, denn die Kleinen brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir verbringen mehrere Stunden im Open Shelter in Tagu-Jiu und haben den Eindruck, es gibt immer was zu tun. Wie ist es eigentlich, Tierschützerin in Rumänien zu sein? It's not easy because it's every day is another day with another problem. Today we make this, this and this, mm-hmm. and we'll finish. But next day is another problem. You yeah. saw today. They broken yeah. the fence and escape and run away. Mm-hmm. And we lose 2 hours to search them and bring them come back. Der in Deutschland ansässige Verein Happy Paws Home Germany unterstützt Claudias Tierschutzarbeit und vermittelt so viele Hunde wie möglich in ein schönes Zuhause.
Bis es soweit ist, sind die Vierbeiner hier im Open Shelter bestens versorgt. Einige Kilometer entfernt vom Happy Paws Home ist die Situation eine ganz andere. Claudia zeigt uns das Public Shelter in Tagujiu. Wir haben von diesem Ort schon viel gehört. Hierher werden die Hunde gebracht, die von Hundefängern auf der Straße eingefangen werden. Laut Erzählungen sollen sich hier Hunde in viel zu engen Zwingern gegenseitig zu Tode beißen oder sie erliegen ihren Krankheiten. Claudia hat mich jetzt gerade in ihrem Auto mitgenommen und mir das Public Shelter gezeigt. Sie hat mich jetzt hier rausgelassen, hat mir gezeigt, wo der Eingang ist. Denn sie sagt, sie kann da nicht mehr reingehen. Sie war natürlich schon häufig da drin, hat auch einige Hunde aus diesem öffentlichen Tierheim retten können. Aber sie bringt es einfach nicht übers Herz, dieses Leid zu sehen, was uns dort erwartet. Und also ich gebe zu, ich bin jetzt auch ganz schön angespannt. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir von solchen Orten berichten und werde euch jetzt mitnehmen. Wir sind schockiert. Hunderte von Hunden sind hier in kleinen, schmutzigen Zwingern eingesperrt. Die Tiere haben kaum Platz und stehen in ihren eigenen Ausscheidungen. Kein Wunder, dass sich Krankheiten hier rasend schnell übertragen. Soll das der Weg sein, wie Rumänien die Überpopulation der Straßenhunde in den Griff bekommt? Die Bilder aus dem Public Shelter begleiten uns noch lange. Unsere Reise geht aber weiter. Es geht gen Norden, nach Hunedoara, wo schon die nächste Tierschützerin auf uns wartet. Im zweiten Teil unserer Reisereportage erfährst du, warum finanzielle Hilfe im Tierschutz so wichtig ist und mit welchen alltäglichen Herausforderungen die Menschen in den Tierheimen zu kämpfen haben.